ist und wir wollen natürlich auch viel erreichen mit dem 14. März, mit der Landtagswahl, mit dem Blick, was wir in Mobilität noch in Baden-Württemberg erreichen wollen. Aber dazu haben wir dich heute hier und du erzählst uns über Mobilität und wir beginnen mit dem Thema Schiene. Jetzt habe ich es richtig. Mein Großvater war amtlicher Rollfuhrunternehmer, wie damals die Bahnspediteure genannt wurden. Sein Büro war im Güterbahnhof und meine Mutter machte dort die Büroarbeiten. Logisch, dass ich als Kind natürlich viel Zeit am und im Güterbahnhof verbracht habe. Und man kann auch sagen, ja, der Güterbahnhof war unser Abenteuerspielplatz. Die größeren Transporte kamen damals alle mit der Güterbahn. So wie es im Rottenburger Güterbahnhof zuging, so ging es in allen kleinen und größeren Orten in Deutschland zu. Jede Stadt und jeder größere Ort hatte einen Bahnhof und einen Güterbahnhof. In meinem Geburtsjahr wurden weit über 50% aller Tonnen, die in Deutschland transportiert worden sind, mit der Bahn transportiert. Die Schieneninfrastruktur wurde vernachlässigt und schon ganz besonders die Schienengüterinfrastruktur. So ging es bis zum Ende des letzten Jahrhunderts. Obwohl die boomende Wirtschaft immer mehr zu transportieren hatte und auch immer mehr exportiert wurde, hat die Bahn von alledem nicht profitiert. Aufgrund fehlender Strategie, aufgrund fehlender Angebote und einer Politik, die auf den LKW und das Auto und auf die Straße fixiert war. Parallel dazu unterstützten Stadt- und Regionalpolitik diese fatale Entwicklung. Zahllose neue Wohngebiete und Gewerbegebiete wurden ohne Schienenanschluss gebaut. Dafür erschloss man sie perfekt mit Asphalt. Die Straßen wurden den Transportunternehmen vom Staat kostenfrei zur Verfügung gestellt. Sie zahlten ja schließlich Mineralölsteuer, die allerdings nicht ausreichte, die wahren Kosten des Systems zu begleichen. Zugleich wurden die gewaltigen Defizite der damaligen Bundesbahn, wie sie damals hieß, beklagt. Ein Fass ohne Boden, das sei die Bahn. Die Kosten des Schienenverkehrs wurden ständig als übles Defizit gewertet im Haushalt, die Ausgaben für die Straße dagegen als Investitionen. Kann man sich so verrechnen. Also die Regionalstadtbahn, wie es ja heißt, das Karlsruher Modell ist ja ein sogenanntes Zweisystemmodell. Die Bahn kann auf der Trasse der Straßenbahn fahren und auf der großen Eisenbahntrasse und muss dann eben halt umschalten, weil es unterschiedliche Techniken sind. Und das Karlsruhe-Modell ist extrem erfolgreich gewesen in den letzten 25 Jahren. Das geht ja bis nach Heilbronn und über Heilbronn hinaus ins Hohenloische. Und ich muss schon sagen, da ich ja viel rumkomme im Land, wir haben inzwischen ein S-Bahn- und Stadtbahnsystem in Stuttgart. Wir haben das gleiche S-Bahn- und Stadtbahnsystem in Mannheim. Wir haben ein S-Bahn-Regionalstadtbahnsystem in Karlsruhe. Wir haben jetzt die Breisgau-S-Bahn fast fertig, also auch ein großes System vergleichbar der Pläne in Tübingen. Wir haben in Ulm geht es los mit der Regionalstadtbahn Donau-Iller oder Regional-S-Bahn Donau-Iller. Heilbronn hat auch schon eine Stadtbahn. Man kann sagen, die Regionalbahn Neckaralb ist das vorletzte Projekt neben Donau-Iller. Also anderswo waren wir immer schneller, das muss man auch schon sagen. Die Grünen haben vor 30 Jahren, Anfang der 30er Jahre, hat Gerd Hickmann schon die Idee gehabt. Ich habe es in meinem ersten Bundestagswahlkampf 98 als Projekt, was ich vorantreiben will, schon drin gehabt. Und jetzt geht es allmählich voran. Aber ich sage mal eins, für Rottenburg ist es natürlich ein Quantensprung der Verbesserung des Schienenangebots, wenn hier das Teil der Stadtbahn wird. Und übrigens für Tübingen muss ich sagen, wenn die Tübinger im Bürgerentscheid die Erschließung der Stadt ablehnen, dann fährt die Regionalstadtbahn in Tübingen vorbei. Dann hält sie halt am Bahnhof und dann war es das. Aus Kostengründen könnte ich sagen, prima, da sparen wir viel Geld. Aber wenn man das System Regionalstadtbahn wirklich ernst nimmt, dann ist das Besondere ja, dass es die Stadt erschließt und nicht an der Stadt vorbeifährt, sozusagen am Bahnhof, der immer ein bisschen außerhalb vom Zentrum liegt. Deswegen glaube ich, dass wenn man wirklich den Wert der Straßenbahn schöpfen will, dann muss man natürlich die Kliniken und die Universität erschließen. Und da gibt es halt wenig Alternativen außer der Mühlstraße. Und ich glaube, die Probleme, die da alle gesehen waren, die sind da, aber die kann man lösen, wenn man wirklich will. Ich höre da viele Argumente, wo ich denke, mein Gott, die Leute denken nur an Probleme.
soll mal Vorschläge machen, wie es besser geht. Aber wenn man weiter mit Bus rumfährt, wird halt die Kapazität an die Grenze stoßen. Da stellen sich die Busse im Wege wie PKWs. Und man weiß, Regionalbahnen kommen einfach besser an, sind leistungsfähiger und man fährt bequemer. Also ich hoffe sehr, dass die Debatte in Tübingen am Ende dazu führt, dass man zur Erschließung der Stadt steht und dass die Stadtbahn nicht dran vorbeifahren muss. Jeder Junge und auch wie jedes Mädchen war ich absolut fixiert darauf, ein eigenes Auto zu besitzen. Als es dann soweit war, fuhr ich jede freie Stunde mit meinem neuen Superpanzer, wie ich das schwere Fahrzeug taufte und mit roter Schrift auf dem Kofferraum klebte, also mit Klebebuchstaben. Das war mein Superpanzer. Im Jahr 1970 dachte keiner unserer Generation daran, dass die vielen Autos und die vielen Außen- und Übungsfahrten einen Einfluss auf das Klima und auf die Umwelt haben könnten. Das eigene Auto fuhr man mit Stolz. Darauf kam es an. Uns ging es um erfahrene Freiheit im wörtlichen Sinne. Das Auto bedeutete nicht nur Mobilität, es war auch etwas Privatraum. Es war der erste Privatraum, den man sein eigen nennen konnte. Und so nutzte man ihn auch zu allerhand schönen Sachen, zu Knutschen und zu manch anderem. Die Verzauberung des Vertrauens hat sich längst in sein Gegenteil verkehrt. Nicht das Auto trägt die Welt, sondern die Welt muss die vielen Autos ertragen, die für alle Systeme gilt. Die Menge macht das Gift. 2020 fuhren weltweit etwa 1,3 Milliarden Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren auf diesem Globus. Fuhren? Vielleicht ist das schon übertrieben. In den 600 Metropolen dieser Welt stauen sie alltäglich die vielen schönen Fahrzeuge. Sie stehen sich selbst im Wege und bringen uns gar nicht voran. Und dabei belasten sie natürlich die Umwelt, verbrauchen viel Energie, stoßen CO2 aus. Und in Autolandbahnen Württemberg sind es sogar 33%, weltweit eher 15-30%, bei uns über 30%. Heute haben wir im Land über 6 Millionen Fahrzeuge, rund 15 Millionen Fahrzeuge in Deutschland. Einige Zweisitzer, einige Siebensitzer, die allermeisten sind Fünfsitzer. Einfach gerechnet, 50 Millionen mal 5 Sitze macht 250 Millionen Sitzplätze für 82 Millionen Menschen, die in Deutschland leben. Dabei sind gar nicht alle transportfähig oder transportwillig. Man könnte also ganz einfach rechnen, wir hätten genügend Platz für zusätzlich 60 Millionen Italienerinnen, 67 Millionen Französinnen, 47 Millionen Polinnen oder halt Polen und Italiener und Franzosen, die hätten alle Platz. Und falls noch die Menschen aus Niederlande, Belgien oder Dänemark kämen, können wir die mit unseren öffentlichen Verkehrsmitteln auch noch transportieren. Was für eine Überkapazität, was für eine Verschwendung, in welch anderen gesellschaftlichen Bereichen haben wir eine solche Überkapazität? Und dazu kommt noch, dass diese Autos 23 Stunden am Tag rumstehen, dass, wenn sie gefahren werden, von 1,2 Menschen im statistischen Durchschnitt genutzt werden. Also 1,5 bis 2,5 Tonnen teures Material brauchen wir, um 80 Kilogramm Fleisch zu transportieren. Menschenfleisch. Ist das wirklich effizient? Ist das wirklich sinnvoll? Ist es ökonomisch? Ist es ökologisch? Ich habe da große Zweifel.